Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ja, wir dürfen heute weitermachen mit der Rostocker Brauerei. Jawohl, und zwar zwei Biere haben uns noch gefehlt aus dem Sortiment, wo ich war bei Edeka Erlebniswelten in Brandenburg. Da haben wir sie nämlich bekommen. Und da gab es ja noch zwei Sorten mehr. Zur Erinnerung, wir hatten da Pilz, oh, war schon so okay, war schon lecker. Export, überraschend gut gewesen. Der helle Bock, naja, der dunkle Bock, joa. Und nun kommen wir was? Der Radler. Jetzt haben wir da Radler. Guck mal, ich gleich noch ein Ranking gemacht. Jetzt haben wir hier einen Radler, Naturtrüb, ist eine 50-50-Mische. Ich habe ein bisschen Bock auf Radler und deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns da mal heute drum. Kapsel ist bedruckt, ist gelb. Übrigens muss ich auch nochmal erwähnen, weil das Video kommt zeitversetzt raus, derweilen habe ich schon Kontakt gehabt auf Instagram mit der Rostocker Brauerei. Die haben dann mitbekommen, dass der alte Biersüffler da so rumwuselt auf Instagram und da Fotos einstellt und so, ne, von den Bieren, die auch ein bisschen Feedback da lässt. Ich glaube, das fanden die ganz gut. Das haben die da auch gleich in der Story geteilt. Ich so, ja, geil. Naja, da haben wir denen eine Freude gemacht. Ist doch gut, oder? Ich mach mal auf, oder? So, wir haben heute noch einiges vor. Deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Ist nicht das einzigste Video, was ich heute aufnehmen muss. Ah, wieder saubere Gläser, Freunde. Ne? Der Baustaub ist weg, muss ich mal an der Stelle erwähnen. Also, lassen wir mal laufen. Ja, Naturtrüb, ne? Das, so muss das sein. Ich bin mega gespannt, wie die Rostocker Brauerei jetzt hier so einen Radler interpretiert. Da haben wir auch schon deutschlandweit die Unterschiede kennenlernen dürfen. Hier in Mecklenburg-Vorpommern. Mal sehen, was da so jetzt geht. Ne? Das können wir mal gespannt sein. Erstmal, ja, ist auf jeden Fall Naturtrüb, ne? Ich halte es mal rein. Ne? Also ich würde sogar sagen, das ist schon so blickdicht irgendwie. Sogar ein bisschen Blümchen haben wir drauf. Zwei Finger kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Optik, Ästhetik sieht doch erstmal schon mal gut aus, ne? Alle, die mich kennen, die wissen, beim Radler gehe ich da jetzt nicht so, oder genauso wie bei Biermischgetränke generell, gehe ich da jetzt nicht so ins Detail wie bei einem klassischen, traditionell gebrauten Bier. Oder bei Cola-Bier mache ich es ja auch nicht. Aber so, wenn ich mich jetzt so ganz spontan entscheiden müsste, würde ich schon sagen, das ist ansprechend. Also ich würde den locker 5 von 5, / 6 möglichen Punkten geben für die Optik, für die Ästhetik. Das Auge, ne, trinkt mit, wo ich sage. Und ich finde, dadurch, dass da eine Blume drauf ist, wunderschöne, blickdichte Farbe, so ein bisschen so, ne, so wie Limone, Zitrone. Sieht schon richtig schön aus und von daher wohl verdient, ne? So, jetzt wird es ein bisschen spannender, das Bouquet. Was kann uns ein Bouquet verraten beim Radler? Naja, ganz klar, riecht es synthetisch oder eher natürlich, ne? Also wie so ein Huba-Buba-Bonbon aus der 80er, ja, oder doch wie eine frische, ausgepresste sizilianische Zitrone. Also da müssen wir mal gucken hier, also. Ja, kann ich euch beruhigen, es riecht nicht nach irgendeinem Kaugummi oder nach Brausepulvertablette. Nein, Freunde, nicht die Ahoi-Bräuse-Brause, es ist die sizilianische Zitrone. Also es riecht richtig natürlich, ne? Ja. Angenehm, angenehm. Leicht süßlich, aber ist auch schöne Zitrussäure drin. So stelle ich mir ein schönes Radler vor, ne? Ist auch ansprechend vom Etikett. Passt. Würde ich sagen, probieren wir, oder? Ihr Lieben, auf euch. Zum Wohle. Cheers. Oh ja. Erstaunlich süffig. Erstaunlich süffig. Erinnert mich sofort an unser, wo auch rauskam. Das war einmal das Berliner, was rauskam, das Naturtrübe. Dann hatten wir einmal dieses, na, wie hieß es noch gleich? Genau, Pilsator Radler. Das war völlig überraschend, dass das so gut abgeschnitten hatte. Und das würde ich ganz gerne mit in so einer Liste aufnehmen wollen, weil es ist eben extrem süffig. Ne? Das ist so, du hast so diesen Erfrischungsfaktor beim Antrunk sofort da. Du merkst sofort so, oh geil, ist das erfrischend. Ne? Jetzt stell dir vor, so Schwimmbad, Baggersee, draußen voll Sommer und da kriegst du so ein richtig gut runtergekühltes Radler, was so einfach nochmal erfrischend ist. Wo einfach nochmal so der Durst gelöscht wird. Ne? So diese, boah, Wohltan, ne? Was ich ein bisschen eigenartig finde, ist, dass die Spritzigkeit, die ich eigentlich bei so einem Getränk erwarten würde, doch dann recht zurückhaltend ist. Also da ist dann doch durchaus so, also so ein Gang zurückgeschaltet auch. Aber ansonsten dafür natürlich ordentlich süffig. Ne? Also das ist schon wirklich, wo man sagt, so, das trinkst du gut weg, das ist erfrischend. Das ist so nicht spritzig, aber erfrischend auf einer anderen Art. Finde ich gut. Möchte ich ganz gerne nochmal, also ganz klar dynamisch, ne? Ist aber logisch.
Ja, und diese Fruchtigkeit, die meldet sich auch sofort. Ist jetzt kein, ja, wie würde jetzt der Scholz sagen, ein Doppelwumms, ja, so dass das irgendwie so wumst nach vorne, die Fruchtigkeit, aber die ist wahrnehmbar. Also es gab auch schon mal Radler, das muss man natürlich an der Stelle auch erwähnen, wo du sofort richtig so eine Fruchtigkeit, da war der Fokus halt drauf, ne. Dann hatten wir andere gehabt, da war der Malzkörper zum Beispiel sehr intensiv gewesen und dafür die Fruchtigkeit ein bisschen weniger. Ich glaube, die Rostocker Brauerei hat es hier geschafft, einen recht guten Ausgleich zu machen, sowohl als auch. Also wir haben eine Lieblichkeit von einem Malzkörper drin, das ist durchaus merkbar. Ne? Also du merkst schon, ja, du hast irgendwas mit Bier drin, das merkt man schon. Also genauso wie es sein soll. Ja, und hinten raus die Fruchtigkeit, ganz minimale Herbe, geht aber von der Zitrone aus. Zitrone, Säure bringt auch manchmal ein bisschen Herbe mit sich. Kennt ihr, wenn ihr schon mal einen Kuchen gebacken habt mit Zitrone oder so, mal probiert habt, ne? Ist immer. Ne? Das taugt, das taugt. Ist auch nicht so pappesüß. Also meiner Meinung nach hat die Rostocker Brauerei das hier wirklich richtig gut hinbekommen. Das ist wirklich, wo ich sage, doch, das taugt. Also ich bin echt überrascht. Also ich hätte wirklich von, weil, weiß ich nicht, das war immer so Rostocker, ja, kenne ich gar nicht, gibt es hier bei uns nicht, komisch irgendwie, was erzählen die da alle? Ja, Industriestandard und so, ne? Du hast ja dann auch immer so ein bisschen Vorurteile, ne? Aber ich muss wirklich mich korrigieren. Also das taugt. Also bis auf das helle Bock da, das war so ein bisschen, wo ich sage, aber so, der Rest bis jetzt ist wirklich top. Mir schmeckt das, Freunde. Möchte ich auch so bewerten. Ich finde es gut. Also ich gebe auf jeden Fall über dem Durchschnitt. Jetzt müsste man natürlich gucken, wie sich das wirklich im Sommer, jetzt ist gerade Winter draußen, es ist kalt, das passt jetzt nicht. So, das müsste man nochmal im Sommer testen. Dann auch direkt im Abgleich. Aber so, also ich wüsste da jetzt nicht, was ich kritisieren sollte. Das ist ein grundauf solides Radler, fruchtig, nicht zu süß. Alles ist da. 50-50-50 Mische, das ist okay. 2,5% Umdrehungen. Alles richtig gemacht. Ich gebe 5 von 5, / 6 möglichen Punkten in der Kategorie Industriestandard. Das passt. Jo, das war's gewesen mit diesem Biertest. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.